Kennt ihr dieses Gefühl, das man hat, wenn man genau das tut, wofür man geboren wurde? Das, wo man sich in absolutem Einklang mit dem Universum befindet? Los! Ich auch nicht. Aber naja, hoffen darf man doch noch, oder? Schön, Mami zu winken, sonst hasst sie mich noch mehr, als sie es ohnehin schon tut. Hast du nicht mal gesagt, dass das Dasein als Anwalt nur deine Seele zerquetschen würde? Ja, so ist es. Ich leite nun mal diese Firma und die Aufgabe lautet, eine Journalistin nach Paldonia und wieder nach Hause zu bringen. Viva Paldonia! Nein. Ist eine einmalige Sache. Nein, nein und nein. Wer ist sie? Deswegen lege ich hiermit meine Tätigkeit nieder. Kein Interesse. Bei 20.000 sicher schon, oder? Willkommen in Paldonia. Präsident Venegas, es ist so schön, Sie kennenzulernen. Erstmal ein Selfie. Gut so? Das wird. Danke. Vamonos! Was ist denn hier gerade passiert? Dieser Ein-Mann-Schutzengel hat uns den Arsch gerettet. Er ist ein Held. Ich werde dem Präsidenten während des Staatsstreichs zur Seite stehen. Das ist die Story meines Lebens. Nun, dafür müssen Sie aber auch am Leben bleiben. Wir hätten nie hierher kommen dürfen. Verschwinden wir. Wir können ihn doch nicht zurücklassen. Laufen Sie! Was? Ich mache hier bloß meinen Job. Soll ich helfen? I get up again, then I got to win. I get up again, then I got to win. Was? Gar nichts. Ist sie jetzt immer noch scharf auf ihre Story? Ganz unter uns, das lässt nach. Wo ist Venegas? Hier ist Venegas. Für Paldonia! Hey, das ist nicht der Zeitpunkt für Anfeuerungsrufe. Hör auf damit! Oh, mein Gott! Ah, ich bin beeindruckt, Mr. Petit. Der ist gar nicht Petit. Sagen Sie mir, dass Sie das drauf haben! Laufen Sie! Es wurde ein Scharfschütze unten am Hafen gemeldet. Gibt es Sichtkontakt? Bitte bestätigen. 29 Opfer. Jeder Schuss ein Treffer. Keine Patronen, keine Hülsen, kein einziges Haar, kein Fingerabdruck. Ich glaube, es geht dem Täter nicht darum, etwas zu zerstören. Ich glaube, er hat eine Mission. Sie sind die Einzige, die versteht, wie er tickt. Denken Sie intuitiv. Der Kerl ist auf einem Zerstörungsfeldzug. Ich erwarte, dass Sie ihm folgen. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nur bei der Army. Er könnte Soldat sein. Keinerlei Muster. Wieso? Wir treten auf der Stelle. Wer ist dieser Killer? Es ist jemand, der am Rand der Gesellschaft lebt. Sie kennen den Hass, der den Täter antreibt. Nutzen Sie das. Ich brauche Ergebnisse. Jetzt! Mach's gut. Sei zum Essen zu Hause. Hab dich lieb. Guten Morgen, Mr. Fielding. Guten Morgen, Catherine. Und hier sind Ihre Töchter. Angela, Catherine. Das war vor 7 Stunden. Ist die letzte Information, die wir haben. Catherine! Angela! Falls du das hörst, wir lieben dich. Komm bitte nach Hause. Hey, haben Sie sie gefunden? Was habt ihr da draußen im Wald gemacht? Wir sind nur gelaufen und gelaufen. An mehr erinnere ich mich nicht. Angela, kannst du deinem Dad sagen, wie lange du weg warst? Ein paar Stunden. Baby, du warst 3 Tage weg. Was hast du gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe dich etwas sagen hören. Hey, Baby. Alles okay? Wohin die Mädchen auch gegangen sind, sie haben etwas mit zurückgebracht. Der Leib und das Blut Jesu Christi. Der Leib und das Blut? Catherine! Der Leib und das Blut! Der Leib und das Blut! Der Leib und das Blut! Catherine! Der Leib und das Blut! Der Leib und das Blut! Haben Sie jemals
Nein, aber da draußen gibt es Menschen, die das erlebt haben. Haben Sie Erfahrung mit Besessenheit? Ja, mehr als mir lieb ist. Ich glaube, Sie können helfen, unsere Mädchen zurückzuholen. Exorzismus ist ein Ritual. Jede Kultur, jede Religion, alle nutzen verschiedene Methoden. Alle werden nötig sein. Hab keine Angst. Wir sind uns schon mal begegnet. Mutter. Was hast du getan? Tropf, 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 Tropf. Ist das Catherines Herzschlag? Die beiden schlagen synchron. Dein Gott hat dich betrogen. Mein Name ist Philippa Langley und ich bin hier, um euch eine Geschichte zu erzählen. Über einen Menschen, der zu lange zu Unrecht verurteilt worden ist und der nie die Gelegenheit hatte, seine wahre Größe zu zeigen. Sie sind außerordentlich kompetent und ich schätze Sie sehr. Es wäre doch an der Zeit, wir geben den Jüngeren die Gelegenheit zu glänzen. Nun, wenn es darum geht, unter 40 zu sein, da muss ich zugeben, da tue ich mich schwer. Genau wie Sie. Was würde die Sache für dich besser machen? Ein Penis. Nein, nimm doch meinen. Der hat gerade nicht viel zu tun. Ein Pferd! Mein Königreich! Richard III., ich glaube einfach nicht, dass jemand wegen einer Behinderung so böse sein kann. Das erscheint mir nicht glaubwürdig. Ihr seid wohl die Richard III. Society. Ich würde gern sein Grab besuchen. Es gibt keins. Wollen Sie sich der Gruppe wirklich anschließen? Sie wirken normal. Das bin ich nicht. Haben Sie Bücher über Richard III.? Wir haben 8 Titel. Nehme ich. Welche davon? Alle. Wir können es uns nicht leisten, dass du aufhörst zu arbeiten. Ich weiß, dass ich ihn finden kann. Wen? Richard. Welcher Richard? Entschuldige, der Dritte. Der König. So viele Menschen haben anscheinend eine schlechte Meinung von ihm. Richard der Dritte war ein Thronräuber. Das sind falsche Informationen. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Selbst aus meiner Perspektive wirkt das allmählich ein bisschen wie eine krankhafte Obsession. Ich mache das für Sie. Wie willst du es schaffen, ihn zu finden, ganz allein? Alle Informationen, die ich brauche, sind vorhanden, aber ich glaube nicht, dass sie jemand bisher zusammengefügt hat. Er war ein guter Mann. Ich habe ein sehr starkes Gefühl diesbezüglich. Für mich ist ein Gefühl, wenn man sich in einen Bus setzt und der Sitz noch warm ist. Lass dich von denen nicht rumschubsen. Wohin gehst du? Vielleicht erlebe ich ein Abenteuer. Ich fühle mich, als würde mir ein Geist Hörner aufsetzen. Wenn du nur verstehen könntest, was für ein Gefühl mir das gibt, dann gib mir das Energie, dann bin ich glücklich. Sie können nicht aufhören. Er war ein legitimer König. Ich werde bis zum Ende dafür kämpfen. Könnten Sie mir erklären, was es mit diesen Buchstaben auf sich hat? Das bedeutet reserviert. Natürlich, reserviert. Leute. Es gibt einen neuen Kinofilm mit mir. Und da ist echt was los. Okay. Rot und welchen noch? Ich mache einfach rot und gelb. Geschafft! Mein neuestes Abenteuer. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Tag. Tag. Darin dreht sich alles um eine rätselhafte Schatzkiste. Komm her. Und um die Person, die den Schlüssel hat. Das war meine beste Freundin damals. Guck mal, was sie um den Hals hängen hat. Um das Geheimnis der Kiste zu lüften, ist genau das. Erforsche ich ein paar der magischsten Orte unserer Erde. Ich klettere durch die größte Höhle der Welt. Ein Jumbojet oder so, weißt du, so ein Riesenflugzeug würde hier reinpassen. Das ist ja unglaublich. Und durchquere eine Wüste bei minus 40 Grad. Die Mongolei ist 5-mal so groß wie Deutschland. Ich entdecke eine Bucht, in der ganze Dörfer auf dem Wasser schwimmen. Und fahre auf einem Fluss, der so breit ist wie das Meer. Bist du klar? Ja! Ihr seht schon, das wird mega abenteuerlich. Der Regenwald, der speichert ganz viel Wasser, aber auch Wärme. Willst du da hochklettern? Klar. Auf meiner Reise treffe ich viele neue Freunde.
Ein paar sehr schnelle. Die Ampel ist rot. Und ein paar echt langsame. Ich lerne tolle Menschen kennen, die unseren Planeten erforschen. Und die versuchen, ihn zu schützen. Tja, und ob ich meine Freundin finde, bist du Marina? Das Geheimnis der Kiste lüfte. Eins, zwei, drei. Und was es eigentlich mit dem Weltraum auf sich hat, das müsst ihr euch selbst angucken. Nicht dein Ernst. Ab Oktober. Im Kino! Frater, s'appelle comment cette boîte? Elle a pas de nom. C'est la boîte sans nom. C'est étrange de se retrouver là, non? Samedi prochain, je serai ici, comme tous les samedis. Comment c'est possible que t'aies pas d'amis, toi? Tu crois vraiment qu'on peut partager des choses avec des gens? On partage quelque chose, nous, non? Elle était longue, la semaine. Tu peux pas le lâcher pour une fois? C'est mon ami. Tu m'entends? Pour résister.